Hallo zusammen und willkommen zurück bei Man of Medan. Wir sind gerade auf dem Weg nach oben. Unser Tauchgang war ja erfolgreich. Wir waren an einem Flugzeugwrack. Ein Heiratsantrag wurde gemacht und ja, wir haben beim Auftauchen gerade noch gesehen, wie das andere Boot abhaut. Diese kleine Kaschemme, was immer das da war. Und ja, lass uns mal wauschen, was jetzt hier passiert. Warte, die Dekompression. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression. Der, was man jetzt gerade nicht mehr gesehen hat, ist doch da. Es brennt. Es dauert zu lange. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los. Komm, schnell. Bleibt bei Alex, um die Dekompression abzuschließen, war vorsichtig, hat Ja gesagt. Ja, das war der Heiratsantrag mit dem Ja sagen. Gott, mit den anderen kann sich ja nichts getan haben. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder am Lot. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Ja, fragen wir mal, warum das bezahlt. Warum bezahlst du das mehr? Ein paar Fischer sind auf die Tauchleine aufgelaufen. Ach, so war das. Ja, die waren echt sauer. Also hat Conrad mit Geld um sich geworfen und sie sind weg. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Ja, ich weiß nicht. Das ist jetzt alles ein bisschen zu harmonisch. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark? Direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Echt? Dankeschön. Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf... Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weiter getrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Ja, klingt gut, oder? Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Sentimental. Na, das klingt doch gut. Ich hab aufgepasst. Ich kann's kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Natürlich. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück.
Als du ja gesagt hast, habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Neckisch. Alles geplant? Ich brav an der Leine? Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich suche sie. Entspannt. Kurs aktualisiert. Okay. Was haben wir denn hier? Waren beide glücklich. Julia erzählt einer von ihrer Verlobung. Ah, das sind die ganzen Sachen, die wir jetzt gemacht haben. Können wir die Geschichte ein bisschen nachvollziehen. Schön. Dich. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Weiß schon, irgendwas Magisches? Jetzt nicht. Komm, entschuldige. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Ja, das gefällt ihm jetzt wahrscheinlich jetzt nicht. Nichts. Fliss? Ah, die hat sich dafür bedankt und das gefällt Fliss. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Was ist das? Und? Ah, Kamera. Erleichtert, ehrlich. Das hatte ich schon lange vor. Und warum beim Tauchgang? Es sollte in Erinnerung bleiben. Nur nicht so in Erinnerung. Da sind doch ein paar schöne Bilder bei rumgekommen. Oh, besonders romantisch. Dass du mal sesshaft wirst. Bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Bro. Jo. Was meinst du damit? Kann man mitleben. Also, so kitschig bin ich auch nicht. Und ich meinte das Studium. Egal. Brüder für immer, Bro. Ja, okay. Gucken wir uns an, wenn wir wieder hochgehen. Und? Morgen wieder darunter? Die Kugel. Ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Keine Angst. Ich komm mit und pass auf. Ich such dann jetzt mal Julia. Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Oh nein, noch nicht. Ich war abgelenkt. Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Schön langsam. Wir müssen zurück. Tze. Genau hier. Na, jetzt drängt sie. Okay. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Huh. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel.
Naja, komm, wir sind mal. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Okay, vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Hm. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört. Dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Na komm, erzähl. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Ja, immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Ekelig. Ekelt. Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und... Da ist ein Mann im Schrank. Ja. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Nein. Wie eklig. Heyo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Na komm, coole Story. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Es war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Komm mal schnell. Alex, gewitzelt, Brad. Beeindruckt, okay. Fliss ist auch alles im... Na. Okay. Ja, läuft doch. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Hm.
Schieberei von dem Boot vorhin. Eher nicht. Hat das Geld nicht gereicht. Ganz toll. Ja, erstmal sie hier. Sagen, da ist noch jemand. Julia, alles okay? Ich glaube schon. Hey. Toll. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Losmachen. Leute, wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Das klappt nicht. Los doch. Oh, Glück gehabt. Ah, Arschloch. Ich komme später. Niemand weiß, dass ihr hier seid, kleine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Ja, das war doch klar, oder? Was wollt ihr, Wichser, denn? Stopp! Langsam.
ruhig. Garm, hör auf. Hör auf, Mann. Wir beenden das später. Fless, das sehen wir. Ja, das ist ja nichts Neues. Julia mit Conrad gewitzelt. Next, nichts Brad. Bier mit ihm trinkt, okay. Geistreich reserviert, ungeduldig, unvorsichtig. Naja. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Natürlich. Okay. Okay. Reserviert, gewieft und ungeduldig und vorsichtig. Nein. Julia, sie kommt zurück. Wo ist denn eigentlich der Bruder? Halt, halt, Alex! Aufhören, lass sie los! Ihr Bastard! Dumm. Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Es scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Sie nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Ungeduldig, reserviert, unvorsichtig, besorgt. Er hat sich nichts getan. Oh, nicht. In Brads Wohlergehen bedenken, ja, genau. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Ja, okay. Der hat doch gesehen, dass du schon frei bist. Unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut. Schon gut. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Ja, offensichtlich hier, ne? 8 Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft's einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Ja, ich glaube. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. Das geht doch schief. 1, 2, 3. Ja. Das
Danke. Sorgt tollkühn, ja. Okay, das kennen wir schon. Du kannst mich mal. Kann ich jetzt? Greif, komm. Du bist ganz dumm gewesen. Na und? Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Setz euch! Da drüben. Du, genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson, come here. Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Monschurei Gold? Ja, niemand, weil da weiß ja noch niemand was von. Okay. Sind wir wieder Fliss? Ich würde sagen, bevor wir weitermachen, machen wir eine kurze Pause und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.